Im Zimmer der Gläsberg waren die beiden Fenster geöffnet. Morgensonne lag auf den Gesimsen und ein leuchtender Streif zog sich über den Teppich gegen den Frühstückstisch. Tante Gundi saß in einem Fauteuil und ließ sich von Kitty bedienen, die den Tee mit einem Ernst bereitete, als hinge von seinem Geschmack die Genesung der Patientin ab. Kittys Wangen waren von müder Blässe, ihre Augen von dunklen Ringen umzogen. Aber sie schien vor Gundi Gläsberg alle Kunst ihrer Selbstbeherrschung zu üben und brachte es sogar fertig, mit gleichmäßiger Ruhe zu plaudern. »Das wird ein herrlicher Tag heute. Der Doktor wird dir sicher gestatten, einige Stunden im Freien zuzubringen. Das wird dich zerstreuen. Vielleicht findet sich auch ein bisschen Gesellschaft für dich. Herr Vorbeck war gestern zweimal hier, um sich nach deinem Befinden zu erkundigen. Wenn er heute wiederkommt, musst du ihn wohl empfangen.« »Meinst du?« fragte die Gläsberg. Fritz brachte eine Karte. »Herr Vorbeck?« fragte Kitty, die Wangen von einer feinen Röte überhaucht. »Nein, Comtesse, ein mir unbekannter Herr. Er bat der gnädigen Comtesse, gemeldet zu werden und entschuldigte sich wegen der frühen Stunde.« Verwundert nahm Kitty die Karte. Als sie gelesen hatte, sah sie betroffen auf. »Das ist aber sonderbar. Denk dir, Tante Gundi, Professor Werner!« »Wo ist er?« »Ich habe den Herrn ins Billardzimmer geführt.« Kitty warf die Visitenkarte in Tante Gundis Schoß. Wie im Flug ging's über die Treppe hinunter. Vor der Türe des Billardzimmers stand sie still und drückte die Hände auf ihre brennenden Wangen. Als sie eintrat, erhob sich Werner. Seine Augen glitten über die zierliche Mädchengestalt und blieben an dem schmalen Antlitz haften. Auf Werners Lippen erwachte jenes milde Lächeln und es war etwas gewinnend Herzliches in der Art, wie er auf Kitty zuging. »Verzeihen Sie die Störung, Comtesse, die ein Fremder Ihnen verursacht.« »Kein Fremder«, unterbrach sie halb, noch befangen. »Wer Sie sind, weiß man, und wir haben in diesen Tagen so viel von Ihnen gesprochen, dass ich mich doppelt freue, Sie kennenzulernen.« Und es kamen ihr jene Worte Tassilos in Erinnerung. »Denke dir Vorbeck um 25 Jahre älter, so sieht Werner aus.« Es war doch seltsam, diese Ähnlichkeit. »Sie haben sich wohl gefragt, was mich zu Ihnen führt?« »Ja, Herr Professor, ich habe mir ein bisschen den Kopf zerbrochen. Herr Vorbeck hat immer mit so großer Liebe und Verehrung von Ihnen gesprochen.« Es leuchtete in Werners Augen. »Da muss ich ihn widerlegen. Hans überschätzt mich. Aber da wir schon von ihm sprechen, ich komme in seinem Auftrag, um Ihnen für die geduldige Mühe zu danken, mit der Sie seine Arbeit unterstützten.« Kittys Augen öffneten sich weit, als würde für sie das Rätsel dieses Besuches immer dunkler. »Auch soll ich Ihnen sagen, wie herzlich er bedauert, dass es ihm leider nicht mehr vergönnt ist, sich persönlich von Ihnen zu verabschieden.« »Verabschieden?« stammelte Kitty. »Herr Vorbeck verreist? So plötzlich? Und das hat solche Eile, dass er nicht einmal eine Minute mehr findet, um...« Sie vermochte nicht weiterzusprechen. Auch Werner schwieg. Diesen erschreckten Mädchenaugen war ein Bekenntnis eingeschrieben, das er mit Sorge zu lesen schien. »Aber ich bitte Sie, Herr Professor, wie ist denn das nur gekommen, so unerwartet?« »Er muss so rasch wie möglich nach München.« »Rasch? So rasch? Aber...« Kittys Stimmung begann, sich in unverhehlten Ärger zu verwandeln. »Deswegen fährt der Zug nicht früher. Da wäre noch Zeit genug gewesen. Verzeihen Sie, Herr Professor, ich selbst komme dabei nicht in Frage. Aber meine Tante, die sich doch wohl ein bisschen Rücksicht bei Herrn Vorbeck verdiente...« Kitty verstummte. Ein jähes Erblassen ging über ihre Wangen. »Er kann nicht kommen. Er ist krank? Verwundet? Das will er vor uns verheimlichen, um uns nicht besorgt zu machen.« Jetzt war mit dem Rätsellösen die Reihe an Werner. »Hans? Verwundet? Wie kommen Sie auf eine solche Vermutung, Comtesse? Hat er Ihnen denn nicht erzählt, was geschehen ist? Die unglückselige Geschichte mit dem Adler, der aus dem Käfig entflog?« Kittys Worte sprudelten. »Wäre Herr Vorbeck nicht gewesen, es wäre mir übel ergangen, diesmal ebenso wie damals beim Wetterbach.
Denken Sie, mit beiden Händen fasste er den Adler. Ich war zu Boden gestürzt, aber Tantchen wollte Herrn Vorbeck zu Hilfe kommen und dabei hat sie die beiden Griffe in den Arm erhalten. Doch wir glaubten, dass wenigstens Herr Vorbeck unverletzt wäre. Das ist er auch. Beruhigen Sie sich. Nein, er verheimlicht es auch vor Ihnen. Deshalb will er so schnell nach München. Wieder stockte sie. Aber nein, er ist doch in Hubertus gewesen. Gestern sogar zweimal. Das stimmt nicht. Verstört sah sie zu Werner auf. Mir scheint, ich rede ein bisschen wirr durcheinander. Freilich, es wäre kein Wunder. Werner meinte den Sinn dieser Worte zu verstehen. Neben allem, was die vergangene Minute ihn erkennen ließ, musste er auch der Dinge denken, die er von Vorbeck über Tassilo gehört hatte. Der Abschied, zu dem es zwischen Bruder und Schwester gekommen, mochte in dem Herzen des Mädchens noch mit schmerzlicher Wirkung nachzittern. »Ich bitte um Vergebung, Comtesse. Es war Unrecht von mir, dass ich meinem jungen Freund diesen letzten Besuch...« Es lag ihm auf der Zunge, ersparen wollte. Er korrigierte sich. »Dass ich diesen Weg für ihn übernahm. Ich würde das unterlassen haben, wenn ich gewusst hätte, dass Hans der Dame, von der Sie sprachen, verpflichtet ist. Nun ist es geschehen, und es war gut gemeint. Ich bitte Sie, nehmen Sie Hans den berechtigten Unmut Ihrer Tante gegenüber in Schutz und legen Sie alle Schuld auf mich. Und Sie selbst, Comtesse, zürnen Sie ihm nicht. Die Notwendigkeit dieser Reise hat sich so plötzlich ergeben, er hat mancherlei zu ordnen, halten Sie ihm das zugute und nehmen Sie seinen Abschied aus meiner Hand entgegen.« Kitty hatte sich erhoben, reichte Werner die Hand. Ihren Augen war es anzumerken, dass sie mehr auf alles hörte, was in ihrem Innern redete, als auf die Worte, die an ihr Ohr schlugen. Und wenn es der Zufall bringen sollte, dass ihre Wege und die seinen von nun an auseinanderführen, so bewahren sie ihm ein freundliches Gedenken. Und wenn sie in kommender Zeit erfahren werden, Hans Vorbeck hat sich unter den Ersten seiner Kunst einen Platz erkämpft, so dürfen sie sagen, dabei habe ich mitgeholfen. Dieser Gedanke wird ihnen Freude machen. Nicht wahr, Comtesse? Kitty vermochte nicht zu sprechen. Sie nickte nur, während sie auf Werner niedersah, der ihre zitternde Hand an seine Lippen zog. Als er ging, machte sie einen Schritt, wie um ihn zur Tür zu begleiten. Eine Stuhllehne geriet ihr unter die tastende Hand und da blieb sie stehen, so bestürzt, als hätte sich etwas Unbegreifliches ereignet. Werner verließ das Haus. Als er aus dem Schatten der Veranda in die Sonne trat, holte Fritz ihn ein. »Das gnädige Fräulein ließe den Herrn Professor bitten.« Werner stand in sichtlicher Unruhe. Was konnte Kitty ihm noch zu sagen haben? Zögernd folgte er dem Diener. Als er in das Billardzimmer treten wollte, wies ihn Fritz zur Treppe. Sie stiegen hinauf und der Diener öffnete eine Tür. Werner trat ein und sah sich einer bejahrten Dame gegenüber, deren Gesicht er nur unklar zu unterscheiden vermochte, weil es im Schatten der durch die Fenster flutenden Sonne lag. Ein Gesicht mit den welken Zügen des Alters und den blühenden Farben der Jugend. »Verzeihen Sie, Gnädigste, aber hier scheint ein Irrtum.« Werner verstummte. Er hatte den verbundenen Arm bemerkt, den die Dame in einer seidenen Schlinge trug. Ohne Bewegung saß sie im Lehnstuhl. Schon wollte er sprechen, da sagte sie zaghaft, »Sie erkennen mich nicht mehr?« »Ich vermag mich nicht zu erinnern. Es ist lange her und ich habe mich nicht zu meinem Vorteil verändert. Ich bin alt geworden und hässlich. Wer mich heute sieht, möchte in mir nicht mehr das lustige Mädel von damals vermuten, die närrische Gundi Klesberg.« Dieser Name wirkte auf Werner, als wäre ein Blitzstrahl vor ihm niedergefahren. Er tastete nach einem Stuhl. Nun saßen sie wortlos, Aug in Aug. Werner hing an diesem gealterten Gesicht, als könnte er unter der Schminke und zwischen dem Vernichtungswerk der Jahre noch einen Zug aus vergangener Zeit entdecken. Doch sie wollten einander nicht gleichen, diese bemalte Welkheit und das Bild seiner Erinnerung. Ein schmucker Lockenkopf, mit munteren Augen, mit vorwitzigem Näschen und mit den kirschroten Lippen
nach deren Kuss er einst gedürstet hatte. Tief atmend sagte er leise, »Es wäre besser gewesen, wenn uns diese schmerzende Begegnung erspart geblieben wäre. Hätte ich ahnen können, wen ich in Schloss Hubertus finden würde, ich hätte dieses Haus nicht betreten.« So hilflos wie ein gescholtenes Kind ließ Gundi Glesberg das Kinn auf die Brust sinken. »Das war hart, Werner.« »Ich wollte Sie nicht kränken, aber ich habe so viele Jahre gebraucht, um ruhig zu werden, dass es mir nicht zu verdenken ist, wenn ich eine Störung dieser Ruhe gern vermieden hätte.« Eine Pause trat ein. Scheu blickte Gundi zu ihm auf. »Sie wussten nicht, dass ich in Hubertus bin?« »Nein, der Tod Ihres Vaters und Ihr Eintritt in das Stift war die letzte Nachricht, die mir vor 15 Jahren ein Zufall von Ihnen brachte.« »Ein Zufall nur? Sie selbst haben nie den Wunsch empfunden, von der Gundi Glesberg zu hören?« Werner schwieg. Um seinen Mund huschte jenes Lächeln, das seine Freunde an ihm kannten. Gundi Glesberg schien die stumme Sprache dieses Lächelns zu verstehen. »Auch Sie, Werner? Auch Sie sind einsam geblieben?« »Einsam? Nein, ich hatte meine Kunst.« Zitternd bedeckte Gundi Glesberg die Augen. »Ach, Werner, man hat uns ein schönes Glück zerstört.« »Das taten nicht die anderen, das haben wir selbst getan.« »Ich? Ich allein bin die Schuldige, mit meiner Feigheit. Hätte ich Mut gehabt, alles wäre gut geworden. Nur Feigheit war es, als ich mich in deine Arme warf, um in Heimlichkeit zu erzwingen, was ich offen von meinem Vater nicht zu fordern wagte. Feigheit war es, als ich schwieg, bis ich sprechen musste. Feigheit, als ich mich jedem Zwang meines Vaters fügte. Alles wäre noch gut geworden, hätte nur mein Kind gelebt.« »Meinst du«, sagte Werner hart, »dein Vater hätte auch in diesem Fall Mittel und Wege gefunden, die Sache auf seine Art zu erledigen und den Skandal, wie er sich auszudrücken liebte, aus der Welt zu schaffen. Aber was liegt an solch einem unbequemen Geschöpf, wenn nur der Klatsch zur Ruhe kommt, nicht wahr? Das Kind kann misshandelt werden und hungern, Verderben an Leib und Seele. Nein, nein«, stammelte Gundi Glesberg, »besser tot. Und wäre es gewachsen und hätte von der Natur mit gutem Kern begabt alles Elend einer solchen Kindheit überwunden? Und ein unglückseliger Zufall hätte ihm seine Herkunft verraten, ohne ihm den Vater oder den Namen der Mutter zu nennen, der bei dem Geschäft mit den braven Leuten klug verschwiegen wurde? Was dann? Es war doch wohl ein Knabe, oder nicht, Gundi? Der Brief, in dem mir dein Vater den Tod des Kindes zur Mitteilung brachte, war ein bisschen unklar. Aber was dann? Der arme Junge hätte an seinen Füßen eine Kette durchs Leben geschleppt und in seinem Herzen einen quälenden Stachel getragen. Jeder Gedanke an den Vater wäre ihm zu einer Verwünschung geworden. Jeder Gedanke an die Mutter...« Werner verstummte. Und die Gundi Glesberg versank zwischen den Lehnen des Fauteuils. Tränen rollten ihr über die Wangen. »Es war hart für mich, dass ich mein Kind verlieren musste. Ich habe es geliebt und habe es nie gesehen. Mit seinem kleinen Leben ist meine letzte Hoffnung erloschen. Aber besser so, wie es ist. Hätte es gelebt und alles wäre gekommen, wie du sagst.« »Ach, das arme Kind!« Alle Bitterkeit schwand aus Werners Zügen. »Gundi, liebe Gundi!« Er zog ihr die Hand von den Augen. Scheu blickte sie zu ihm auf. »Wie gut du bist! Sei ohne Sorge, ich will dir nicht vorjammern von mir, von dem bösen, zwecklosen Leben, das meine Feigheit über mich brachte. Doch ich wollte nur hören, dass dir das Leben leichter und schöner wurde als der Gundi Glesberg. Sag mir das, Werner, und ich bin zufrieden.« Er streichelte ihre Hand und sagte mit seinem milden Lächeln, »Leicht? Nein, Gundi, aber die Arbeit war mir ein Trost.« »Nur die Arbeit?
Ihre Augen öffneten sich weit, ihre Stimme wurde leiser. »Nicht auch dein Sohn?« Ein kaum merklicher Schreck. Dann dieses ruhige Wort. »Deine Frage ist mir unverständlich.« Sie machte eine schüchterne Bewegung mit der Hand. »Ich begreife, Werner. Er soll es nicht wissen. Sein Leben soll ohne Kette sein, sein Herz ohne Stachel. Ich habe jedes deiner Worte behalten. Du versagst deinem Herzen, was er dir bieten könnte als Sohn, und gibst ihm als Freund alles, was ein Vater nur geben kann. Du bist ihm, was du auch unserem Kind gewesen wärst, wenn es hätte leben dürfen. Ich kenne dich, Werner. Vor mir brauchst du es nicht zu verbergen. Aber sag mir zu meinem Trost, Werner, dass du eine Freude fandest, ein Glück, das dich vergessen ließ, was früher war. Das kann ich dir nicht sagen, denn ich habe nicht vergessen. Nie, dass ich Betäubung suchte. Es wäre sinnlos und unehrlich, das zu leugnen. Kunst und Entsagung, das verträgt sich nicht auf die Dauer. Aber ich und Glück? Nein, Gundi, da irrst du dich. Sollte dir das nicht ein Trost sein, den du lieber hörst? Heftig schüttelte sie den Kopf. Sag es mir, Werner, ich bitte dich. Es ist die Wahrheit. Ich habe die Frau, die Vorbeck seine Mutter nannte, nie im Leben gesehen. Ich war einsam und suchte nach einem Menschen, den ich lieben könnte. So fand ich diesen verwaisten Jungen. Ich erkannte seine überraschende Begabung und habe ihn erzogen zu einem Kind meines Geistes. Warum hast du mich nicht gefragt, was mich heute in dieses Haus führt? Ich kam, ohne dass er es wusste, weil ich ihm den Abschied leichter machen wollte. Errätst du nicht, weshalb? Ich habe mein Können und Denken in ihn gelegt. Zu meiner Freude gleicht er mir in vielen Dingen. Aber die Ähnlichkeit des Schicksals hätte ich ihm lieber erspart gewusst. Erschrocken stammelte Gundi Glisberg. Er und Kitty? Werner nickte. Sein Leben wird werden wie das meine. Eine Weile saß die Glisberg wie versteinert. Ach du allgütiger Himmel, auch dieses Unglück noch. Wie hat es denn nur geschehen können? Ich hab's nicht kommen sehen und habe es doch gefürchtet von der ersten Stunde an. Wo hatte ich nur meinen Kopf? So oft ich ihn ansah, war mir, als stünde die vergangene Zeit wieder auf. Und während ich alte Närrin die Augen verdrehte, ist das Unglück über die Kinder gekommen? Und nun sollen sie elend werden wie wir? Nein, Werner, jetzt will ich Mut haben. Feig bin ich gewesen, immer feig, solange es um mich gegangen ist, um mein eigenes Glück. Jetzt will ich Mut haben. Denn sage mir, was du willst, dein Wort in Ehren, aber er ist dein Sohn. Solche Ähnlichkeit bringt kein Zufall und keine Seelenharmonie. Schon das erste Mal bei der verwünschten Klause, in der auch das Unglück ihrer Mutter anfing, war es mir, als stündest du selbst vor mir, so wie in deinen jungen Jahren. Und als er kam, als ich ihn sprechen hörte und bei der Arbeit sah, ganz wie du, Werner, da hatte ich keinen Zweifel mehr. Im Nebenzimmer ging eine Tür und erschrocken verstummte Gundi Glisberg. Dann beugte sie das heiße Gesicht gegen Werner und flüsterte. »Liebt sie ihn?« »Aber was frage ich noch? Sie muss ihn lieben. Er gleicht ja dir. Und wenn es in ihr noch schlummern sollte...« Wieder verstummte sie. Die Tür wurde geöffnet und Kitty stand auf der Schwelle, während Gundi Glisberg ihre Sinne mühsam zusammensuchte, sah Werner betroffen zu Kitty. »Sie, Herr Professor?« Staunend zog sie die Brauen auf. »Ich dachte, sie ist schon auf der Fahrt zum Bahnhof, aber ich hätte es mir denken können, dass die Gundi Glisberg die schöne Gelegenheit, ihre Bekanntschaft zu machen, beim Rockzipfel erwischen würde. Hat sie Ihnen eingestanden, wie sehr sie für ihre Bilder schwärmt? Hat sie erzählt, dass sie vor ihrem Spätherbst in der Ausstellung Tränen vergoss?« »Kitty«, stotterte Gundi Glisberg, »wirklich Tränen, erbsengroß.«
Das hat sie mir nicht erzählt, sagte Werner. Aber sie hat mir manches gesagt, was mir Freude macht. Einem Künstler widerfährt es selten, sich in seinen geheimsten Gedanken verstanden zu sehen. Diese Freude habe ich jetzt erleben dürfen. Werner schien ein bisschen aus der Fassung gebracht. Verwundert zu Kitty aufblickend erhob er sich. »Ich danke Ihnen, Comtesse.« Er griff nach seinem Hut und sagte zu Gundi Glesberg, »Ich habe es gerne gehört, dass mein Spätherbst Ihre besondere Teilnahme erweckte. Vielleicht ist Ihnen auch der Vorwurf des Bildes nicht unbekannt. Ein landschaftliches Motiv aus Ihrer Heimat, aus Franken. Ich habe dort in meiner Jugend schöne Tage verlebt, an die ich auch heute noch dankbar zurückdenke, obwohl sie ein trübes Ende mit Sturm und Regen nahmen. Ich habe diese Landschaft oft gemalt. Sie wird immer wieder lebendig unter meiner Hand. Und dieser Spätherbst ist kein Bild für die Welt, nur für mich selbst geschaffen und für das Auge des Kenners. So gut wie Sie, gnädiges Fräulein, dürfte noch niemand den tiefsten Sinn dieser träumenden Farben verstanden haben. Darf ich Ihnen das Bildchen schicken?« Gundi Glesberg war keines Wortes mächtig. Zitternd blickte sie zu Werner auf. Kitty legte den Arm um ihre Schulter. »Aber Tante Gundi, so sag doch ja!« »Nein, nein, wie darf ich? Das ist ein fürstliches Geschenk. Umso besser«, erklärte Kitty. »Wenn Könige schenken, gibt es keinen Widerspruch. Da nimmt man und bedankt sich alleruntertänigst. Herr Professor, das Bild soll ins beste Licht kommen.« »Nun ist es aber höchste Zeit, oder Sie versäumen doch wirklich den Zug. Und grüßen Sie Herrn Vorbeck von mir. Sagen Sie ihm, dass er vollkommen entschuldigt ist. Jetzt weiß ich, weshalb er reisen muss.« Erschrocken sah er in ihr glühendes Gesicht. »Sie wissen?« »Jawohl«, sie nickte kurz und entschieden. »Und sagen Sie ihm, dass ich ihm danke dafür. Adieu, Herr Professor. Glückliche Reise.« Wortlos verneigte sich Werner und trat in den Flur hinaus. Kitty drückte hinter ihm die Türe zu und sah wieder auf die Uhr. 10 Minuten ins Dorf, 1:20 zur Station, er kommt noch zurecht. Sie ging zur Glesberg. »Kind, liebes Kind«, in Erregung fasste die Glesberg Kittys Hand, »komm, setz dich zu mir, nimm dir einen Sessel. Sag mir aber offen und ehrlich, weißt du, weshalb uns Herr Vorbeck so plötzlich verlässt? Aber selbstverständlich. Im ersten Augenblick hat mich die Sache allerdings ein bisschen konfus gemacht. Die reine Gedankenlosigkeit, dass ich mich nicht gleich auf das einzig Mögliche besann.« Kittys Stimme dämpfte sich. »Gestern hat ihm Tass geschrieben. Weißt du, Tass und Vorbeck sind Freunde. Und da hat ihn Tass um was gebeten und deshalb muss er heute nach München. Und ich sage dir, es ist von Herrn Vorbeck sehr schön gehandelt, dass er alles im Stich lässt, um die Bitte meines Bruders zu erfüllen. Ich teile dir das mit, um dich über Vorbecks Abreise zu beruhigen. Aber ich bitte dich, frag mich nicht wegen Tass. Du wirst es früh genug erfahren.« Gundi Glesberg schien keine Spur von Neugierde zu empfinden. Sie fragte nur, »Glaubst du, dass er wiederkommen wird?« »Natürlich. Er muss doch sein Bild fertig malen. Dazu braucht er die Landschaft und sonst noch allerlei.« »Ja, Kind, er muss wiederkommen. Und ich sage dir, dieses Bild wird Aufsehen machen.« »Ach du Kunstkennerin, so viel verstehe ich auch. Du hättest nur hören sollen, wie Werner von seinem Talent gesprochen und was seinen Charakter betrifft.« Gundi Glesberg wurde in ihrer Erregung immer wunderlicher. »Ich will schon gar nicht von seiner äußeren Erscheinung sprechen, obwohl auch das, wie soll ich sagen, Beachtung verdient. Ich kenne deinen Geschmack nicht, aber ich finde ihn schön.« »Schön?« Kitty studierte. »Nein, Gundi, das ist zu viel gesagt. Nur seine Augen.« »Ja, da kannst du recht haben. Seine Augen sind schön.« »Weil der ganze gute, vornehme, tüchtige Mensch aus ihnen herausblickt.« »Das ist merkwürdig«, staunte Kitty. »Du warst noch nie berühmt wegen deiner Menschenkenntnis. Und nun plötzlich zeigst du eine Beobachtungsgabe für Charaktere, so scharf und zutreffend. Ich bin überrascht.« Von der Parkmauer war ein dumpf klirrender Ton durch die Ulmenallee bis zum Schloss gedrungen.
Werner hatte das eiserne Torgitter hinter sich zugeworfen und war auf die Straße getreten. Als er das Brucknerhaus erreichte, sah er vor dem Zauntor den Einspänner stehen, den er für 9 Uhr bestellt hatte, und Vorbeck schien erraten zu haben, welchem Zweck dieser Wagen dienen sollte. Der Bock war schon mit den Reisetaschen und den zu einem Bündel geschnürten Mahlgeräten beladen. Werner eilte in das Haus und über die Treppe hinauf. Die geräumte Giebelstube machte einen öden Eindruck. Auf dem Tisch lag eine große, mit grauem Backpapier umwickelte Rolle. Das Bild. Bei Werners Eintritt erhob sich Vorbeck mit blassem Gesicht. Er trug schon den Überrock und hatte Hut und Schirm in der Hand. »Guten Morgen, Werner!« Ein müdes Lächeln. »Du siehst, ich bin reisefertig. Als der Wagen kam, glaubte ich zu verstehen.« Seine Stimme bebte. »Du warst in Hubertus?« »Ja, Hans.« Das Schreiben wäre dir eine Qual gewesen, der persönliche Abschied eine Gefahr. Für euch beide. Ich danke dir. Es ist besser so. Nur eines ist mir leid. Es wohnt in Hubertus noch eine Dame, der ich sehr zu Dank verpflichtet bin. Fräulein von Klesberg? Werners Stimme bekam einen seltsam befangenen Klang. Ich habe mit ihr gesprochen. Du kannst ohne Sorge sein. Es geht ihr besser. Und sie lässt dich grüßen. Er legte seine Hand mit schwerem Druck auf Vorbecks Schulter. »Das ist eine seelengute, prächtige Dame. Der musst du eine herzliche Erinnerung bewahren. Jetzt komm!« Vor dem Haus erwartete sie der Bauer. Auch Mali erschien. Als ihr Vorbeck die Hand reichte, fand sie nur ein paar kurze Worte. »Geh«, sagte der Bauer, »hättst mit dem jungen Herrn doch ein bisschen freundlicher sein sollen. So viel gut ist er gewesen mit uns. Und du hast dich gestellt, als ob du froh wärst, dass er endlich draußen ist zum Haus.« »Froh?« 2 Tränen rannen über Malis Mund. »Das Wertl kenne ich nimmer, Lenzi. Und was wir zwei miteinander tragen müssen, tragt sich leichter unter uns als vor fremden Augen.« Sie trat ins Haus.